Hello everyone, I'm in Frankfurt today at a very cool hotel and here I'm visiting the Avantgardista pop-up showroom and fashion presentation. I'm going to walk as a model but I'm also going to try on some stuff. Check it out! Half an hour before the fashion show, Prosecco and Milchschnitten. That's how models eat. No, not really. Outfit. I was just outside for Benno von Stein and now it's Rebellion Fashion and Dino Sardino and after that Fernando Buhl. So three fashion presentations tonight. One after each other, the other, so oh my gosh. Wir haben uns einen ruhigen Moment hier gesucht. Ich habe neben mir, wie ist dein Modelname? Feline Sensual. Feline Sensual, ich verlinke es. Aber ich habe gehört, das war heute deine allererste Show. Genau, genau. Also ich war zum ersten Mal auf der Bühne und bin für ganz wundervolle Mode gelaufen und es war einmalig. Und wie war's? Also warst du aufgeregt? Ich war aufgeregt, ich war voller Adrenalin und ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Würdest du es nochmal machen? Definitiv. Ja, hast du Blut geleckt? Ja, total. Was ist dein Lieblingsteil heute Abend? Oder was hast du gesehen, was dein Favorit war bisher? Ich finde deinen Schnitt tatsächlich richtig gut. Aber auch die ich trage. Ja, die sind auch sehr schick. Und diese Handschuhe. Wahnsinn. Hi! Peachy, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Mindestens drei, vier Jahre. Ich bin nicht ganz sicher. Wir haben schon lange nicht mehr gesehen. Du hast noch der Laufsteg-Outfit an. Richtig. Von Makichi nicht mehr. Wie gefällt es dir heute Abend? Richtig, richtig gut. Also ich muss sagen, rauszukommen. Ja, also das ist das erste Mal, dass ich jetzt auf einer Fetischveranstaltung bin, seit mindestens anderthalb Jahren. Und ich bin tatsächlich ziemlich froh, dass es so eine kleine Veranstaltung ist. Was machst du normalerweise so, wenn du nicht auf solchen Veranstaltungen hier bist? Ich arbeite als Übersetzerin, momentan auch im Online-Marketing und tatsächlich auch nebenberuflich immer noch als Model. Und wir machen uns noch einen schönen Abend jetzt. Definitiv. Hi! Der Ferdinand, den kennt ihr vielleicht aus meinem alten Video, als ich bei euch in Karlsruhe im Showroom war genau, und ganz genau. Viele Stiefel anprobierte. Das war ein sehr, sehr heißer Tag hier. Das war ein sehr heißer Tag. Hier ist nicht so heiß, aber ich bin gestern auch für dich gelaufen. Stimmt. Ja. Und hatte sehr tolle Stiefel an. Sehr gut. Ja. Die hatte ich gestern an. Die hattest du gestern an. Genau. Unser neues Kiklis gestern in der Präsentation mit der extra Länge und hunderten von Swarovskis. Ich muss sie nochmal zählen. Ich muss ja immer, wenn ich Ferdinand sehe, was anprobieren, was Neues. Und heute werden es mal diese hier. Nicht meine Farbe natürlich, aber tatsächlich sitzen sie ganz gut und sehen auch gar nicht so schlecht aus. So, wie es so ist, ne? Bei einem kann man dann noch nein, nicht nein, bleiben. Nein, man muss immer zwei. Ja. Besser als die Beigen natürlich, sind sie schwarz. Und sie passen irgendwie besser zum Outfit. Mhm. Ich bin hier bei Rebellion Fashion am Stand. Ich hatte die Sachen auf der Obsidian kurz mal gesehen, da warst du aber gar nicht am Stand. Stell dich doch mal selbst vor. Gerne. Ich bin der Bernd von Rebellion Fashion. Unser Label gibt es ungefähr seit 4 Jahren auf dem Markt. Also relativ jung. Ich bin schon ein bisschen länger in der Szene im Verkauf und im Vertrieb, aber als eigenes Label seit 4 Jahren.
So, of course, I had to try catsuit, and I like this one. It's really cool with the back here. And it's also very comfortable and fits. Ich habe mir die Laura geschnappt. Du bist als Besucherin hier heute. Ja. Ja, wie kommt es dazu, dass du das gefunden hast hier, dass du hier bist? Ach, eigentlich irgendwie über Social Media wieder gesehen und gedacht, naja, es sind viele coole Designer da, mal schauen, was die so Schönes mitgebracht haben. Hast du schon was gesehen, was dir besonders gut gefallen hat? Oh ja, bei Rebellion drüben hängt auf so einer goldenen Schaufensterpuppe ein Body, den ich unfassbar schön finde. Den möchte ich noch anprobieren. Quasi noch ganz geheim, das ist Datex, Latex außen und Stoff innen und ist ein Prototyp. Ich freue mich immer, wenn ich neue Sachen anprobieren kann. Prototypen, wo du es gerade sagst. Ja, Moment. Oh, noch ein Prototyp. Ich habe das jetzt mal extra in Farbe gemacht. Gibt es natürlich auch im lebensbejahenden Schwarz. Aber dieses Material ist so wunderbar dehnbar. Das ist einfach auch... Eine coole Farbe. Ja? Der nächste. Der nächste. Ja, oh, ja, das ist ein 36. Ja. Und dann. I found some interesting new designs and clothing today. It was really cool. Also the fashion presentation yesterday was fun, and to see everyone again, say hi. So I'm saying goodbye to you. I hope you liked this video. Check out my other stuff and my channel and the links down below. Leave a comment. Bye.